Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Off Life and Land. Liebe Freunde, ja, es regnet, wir haben irgendwie Mitte des Frühlings, es ist kalt, meine Leute haben keine Unterkunft, wobei drei sind jetzt sogar fertig. Und wir haben auch bald kein zu essen mehr, ja. Und deswegen versuche ich hier gerade schnellstmöglich, also den Stein um Mehl zu machen, haben wir. Jetzt haben wir hier auch noch Ihmchen, also Tücher, aus Gras können wir grobe Tücher weben oder eben aus Zeug, was wir aber nicht haben. Wüsste ich aber jetzt nicht. Ja gut. Sammelgeschwindigkeit? Aber die sammeln doch nicht, oder? Soll ich jetzt hier jemanden einstellen oder nicht? Ich weiß immer noch nicht, ich kann immer noch nicht so genau sagen. Wo ich sehe, wo die arbeiten, ehrlich gesagt. Stufen gibt's auch. Aber hier, das scheint doch Arbeit zu sein, oder? Also könnt ihr mal rechnen. Hier arbeitet einer. Hier arbeitet einer. Hier arbeiten momentan zwei. Haben wir vier. Hier arbeitet einer. Fünf. Sechs. Sieben. Hier arbeitet einer, ne? Oder? Ja, der Vincent jetzt auf einmal. Sieben. Acht. Hier unten. Acht. Und hier noch zwei. Okay, dann haben wir gerade niemanden, der baut. Wenn ich das richtig sehe. Dann, Vincent, machst du denn hier was? Das müssen wir jetzt erstmal beobachten. Dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt mal einen Holzarbeiter weg. Silvia raus. So, und Silvia ist dann jetzt diejenige, die jetzt baut, hoffe ich mal. Ja, sonst wird das ja nichts hier. Mal gerade gucken. Silvia, hier, 0. Okay, da sehe ich, ob die eine Arbeit hat. Alles klar. Weiß aber auch nicht, ob das wirklich so ist mit dem Bauen. Ob dann wirklich keiner baut? Vier Häuser sind jetzt fertig. Gelagerte Güter? Moment mal. Warum sind hier gelagerte Güter? Auf jeden Fall sind jetzt, haben jetzt 8 Leute ein Haus. Auch wenn mir das hier noch nicht so richtig angezeigt wird. Petra auf jeden Fall, unsere Steinmetzin, am untersten entwickelt. Am meisten ist es Walli. Oder Walli. Hier brauchen noch 2 Steine. Ach so, okay, 4 sind schon da. Das ist nicht schlecht. Und hier brauchen wir noch massig Gras. Die Sachen können die aber rausholen, oder? Äste und so weiter. Was ist aber auch, wo kriegen die eigentlich das Gras her? Ist nicht so viel Gras. Warte mal. Ihmchen jetzt hier hat nichts zu tun. Warum? Vincent. Dann hör erstmal auf. Da ist jetzt Gras gekommen, aber das brauchen wir jetzt auch erstmal für die letzte Hütte hier.
Ich weiß nicht, Vincent. Wo treibt er sich rum? Was hat er denn hier abgelaufen? Wo ist Vincent? Hier. Hat er sich jetzt Gras geholt? Kann das sein? Ich glaube schon. Vincent hat auch noch kein Zuhause. Bedürfnisse hier. Ah, okay. Es müssen halt ein paar Sachen erfüllt sein, damit die aufsteigen. Er scheint jetzt grobe Tücher zu machen. Das heißt, das müsste auch bald erfüllt sein. Aber das Essen wird langsam rar. Also der Ofen braucht noch einen Stein. Ich hatte ja doch zumindest, hier ist noch ein Stein, ein bisschen voranzugehen. Aber manchmal gehen die hier so rum und machen irgendwas. Was, wo ist er denn lang? Was macht er denn? Silvia, what's your plan? Ich glaube, er hier hat jetzt den letzten Stein geholt für den Ofen. Kann das sein? Nee. Er? Er hier. Er? Erika. Erika? Wo arbeitet Erika denn? Erika? Feuerstelle. Okay, die Leute an der Feuerstelle scheinen dann doch auch zu transportieren und zu arbeiten, wenn an der Feuerstelle nichts los ist. Gehe ich jetzt mal von aus. Einfacher Backofen ist da. Das heißt, aus Feuerholz. Ah, dafür brauchen wir aber tatsächlich dann auch Feuerholz. Okay, warte mal, dann müssen wir aber jetzt hier dem Sunny sagen: Fuck off mit Brettern, wir brauchen Feuerholz. Und hier arbeitet dann Silvia. Ach Gott, jetzt habe ich sie wieder angeklickt. Silvia, unsere Bäckerin. 20 Gras für was? Gesamtholzverbrauch? Ich würde sagen, dass wir hier tatsächlich auch doch tatsächlich denn auch die das Lager mal versuchen zu verbessern. Ah, have no homeless people. Hahaha. Wir sind gut. Ja, backe Brot jetzt hier. Da bin ich mal gespannt, ob die das macht. Ist natürlich wieder Abend. Dann auch die Frage, wenn die nichts zu essen haben, wie lange wird hier ausgeharrt? Zwei Tage dürften die doch ohne Nahrung schon auskommen, oder? Hätte ich jetzt mal einfach so gesagt. Jetzt haben wir zumindest mal alle Gebäude fertig, die wir bauen wollten. Wie sieht's mit Vincent aus? Hat er hier... Der hat auf jeden Fall Gras auf Lager. Wie viel braucht er denn für ein Tuch? Steht das da? Nö. 14 auf Lager. Das verstehe ich auch nicht. Gelagerte Güter. Er hat 6 Stämme und 3 Äste. Wofür? Viel Material und viel Zeit. Schafen im Stall. Also man kann keine wilden Schafe, kann man nicht rasieren, oder was?
Ja, jetzt wird natürlich wieder gegessen. Und gleich ist Essen leer. Empty, empty. Liebe Leute. Wasserfall hoch? Nicht sicher. Aber das sind ja dann auch nicht viele, oder? Wenn ich jetzt einen Fischer baue und der holt da so und so viele Fische dann immer raus, dann ist da direkt alles leer, oder? Wie sehe ich das? I don't know. So, der hat immer noch kein Tuch hier. Nö, der hat immer noch nichts. Doch, der hat aber. Da ist doch nichts mehr hier. Hä? I don't know. Das verstehe ich auch nicht. Besitz ist grün. Also, er besitzt zu Hause. Ach so, ey, unerfüllt ist, dass er noch nicht zu Hause war. Alles klar. Also, sie brauchen tatsächlich jetzt Tücher. Na gut, aber wo ist jetzt das Gras hin, was hier war? Beim Vincent. Wo hängt der Vincent denn ab? Was macht er denn? Holt Gras aus. Aber arbeitslose Leute haben wir jetzt nicht mehr, oder? Momentan, nö. Haben alle schon auch eine Arbeit. Wie sieht es jetzt hier am Ofen aus? Da tut sich gar nichts. Da ist Mehl ist da, aber kein Feuerholz. Hier ist ein bisschen Feuerholz. Vincent. Was tut gerade, muss ich ehrlich sagen. Da! Da ist so ein grobes Tuch. Warum weiß ich immer noch nicht, wie man grobe Tücher macht? Jetzt ist es weg. Hat er sich selber genommen, oder was? Dürfnisse. Ich verstehe, es ist einfach weg. Es ist schlicht und ergreifend weg. Ich weiß nicht. Es ist verschwunden. Also weder das hier erfüllt. Verstehe ich nicht. Vincent, was machst du denn da? Das Gras einfach irgendwie verbraten. Ich weiß nicht, wo das hin ist jetzt.
Guck mal, wir haben Brot. Wir kriegen Brot. Hier. Brot. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Brettorino. Ja, okay, aber das mit den Tüchern. Ist halt jetzt so die Frage, ne? Der Vincent ist 15, ne? Vielleicht hat er irgendwie ein Problem. Was ist mit diesen Tüchern? Wo gehen die hin? Was hat er damit gemacht? Hat er sich verbrannt? Waren seine Erstwerke nicht so, dass er sie der Öffentlichkeit zeigen wollte? Feldhase klaut vom Backofen. Verscheucht die! Alter! Ich baue da einen Wall drum. Ich sag's euch. Tja. Mehr als abwarten kann ich gerade nicht tun, habe ich das Gefühl. Ach guck mal, wir haben ja 0,8 Tage gerade gehabt. Also das Brot arrived. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, was Vincent da macht, keinen Plan. Ich weiß es nicht. Es haben auf jeden Fall alle dieses Bedürfnis und alle sind auch auf 80% ungefähr. Das heißt, ich muss das mit den Tüchern irgendwie hinkriegen. But I don't know how. Ich keine Ahnung. Haben wir nicht genug Gras oder was? Ich weiß es nicht. Aber guck mal, hier wurde jetzt die Lagerkapazität auf jeden Fall erhöht. Mein Gras wird ja jetzt nicht mehr verwendet, außer für die Tücher, theoretisch. Jetzt hat er wieder Gras geholt. Das verbraucht er auch wieder direkt, aber er macht halt nichts. Ist das ein Bug? Ich glaube, es ist Buggy. Ich glaube, es ist Buggy. Jetzt steht da ein Tuch. Jetzt steht hier ein Tuch, aber... Scheint geklappt zu haben. Das ist schon mal gut. Ich überlege aber gerade noch einen Fischer zu bauen. Angelplatz. Ist das egal, wie ich den baue? Ich baue jetzt hier hin.
brauche halt eh Leute. Momentan arbeiten ja alle, ne? Was? Was ist das hier? Liane ist 5 Tage unterwegs, was? Ich habe keine Eliane. Zurück hier, was? Oh, dann sieht man ein bisschen. Eliane und ihre persönliche Gare sind im Aufbruch. Wir haben Proviant für ein paar Tage eingepackt. Ich werde die nächsten Tage nutzen, um Informationen über die Region. Wenn du weißt, wie neu gegründet ist, überlasse ich dir alles weitere. Achte auf die Bedürfnisse der Leute, bauen unser Dorf aus. Ja, aber sind ja noch alle hier, meine 10 Leute. Weiß ich nicht, wer das ist. Aber ihr müsst jetzt mal gucken hier mit eurem Stoff. Was ist denn da? Wer hat das denn jetzt? Alter, wie viel... Ah ne, ich dachte gerade, wir hatten 79 Stein. Ja, irgendwie, der Vincent, der macht hier und tut, aber ich habe keine Ahnung, wo die hingehen, die Stoffe. Wenigstens scheint keinem mehr kalt zu sein, hoffe ich. Ist jetzt zu heiß oder was? Ey Leute, nehmt euch doch bitte einfach die Scheiße vom Vincent da, Mann. Der hat doch schon was daher irgendwie hergestellt. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich weiß es nicht. Jetzt auch eng im Brot, habe ich das Gefühl. Der Angelplatz ist fertig. Ja gut, aber ich habe keinen, der da arbeiten kann. Soll der da arbeiten? Der Feuerholz-Peter höchstens. Ich verstehe das nicht. Hier ist jetzt ein Tuch da. Wo ist es? Es ist irgendwo gelagert, also hier höchstwahrscheinlich. Ja, aber es nimmt sich halt keiner irgendwie.
Vincent, was machst du, Junge? 94. Das ganze Gras aus dem Umland da. Die Umrechnung verstehe ich sowieso noch nicht so ganz. Aber jetzt hat er doch da einiges an Gras. Nee, doch. Junge. Jetzt im Kalt. Geh nach Hause. Also Vincent pennt auf jeden Fall gerade eine Runde. So, wir sind auf jeden Fall jetzt die Verbesserung schon am Start und Stefan hat sich da jetzt irgendwie eingeklinkt. Wo hat denn der vorher gearbeitet? Stefan? Der arbeitet jetzt als Fischer. Nicht sicher. Das sind aber überall Leute. Stefan? Also zwei Jobs? Wie geht das? Stefan hat einfach fucking zwei Jobs. Krasser Typ. Wie krass ist der denn drauf? Not bad, not bad. Leute. Nicht schlecht, Stefan. Das ist mein Favorite hier. Ich mache jetzt mal hier Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, vielleicht. Ja, schreibt mir mal, ob ihr weiterhin Bock habt. Würde mich freuen. Vielleicht mache ich dann weiter. Macht's gut. Euer Brilli.